Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit unserem Königreich der Lüfte in Airborne Kingdom. So, wir fliegen gerade rüber hier zum Holz, zu diesem Wald, um hier noch ein bisschen was abzuholen. 5 Leute können wir da nochmal runterschicken. Ah, nein, ich wollte gar nicht fliegen. Und dann haben wir einen Auftrag bekommen vom Königreich, uns ein paar Sachen anzuschauen, nämlich hier hinten einen wundersamen Baum zu holen. Das werden wir dann machen. Hier gibt es allerdings, habe ich gerade gesehen, noch was Neues. Quarz. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen wirklich. Ich würde sagen, sobald das Holz wieder einigermaßen aufgefüllt ist, fliegen wir da erstmal rüber zu diesem besonderen Ort. Beziehungsweise, warte mal, wenn wir noch eine Ortschaft haben. Weil ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leute. Und wir brauchen auch mehr Häuser für die Leute. Ah, ein Häuserblock wurde abgegradet. Der braucht jetzt weniger Wasser. Hervorragend. Moment, haben wir das hier in den Basics? Das haben wir hier gemacht, genau. Weniger Wasser. Das haben wir erforscht. Das ist nicht ein Häuserblock, sondern das wurde insgesamt jetzt hier erforscht. So, wir können sie noch größer bauen. Wir können unsere Geschwindigkeit mal erhöhen. Ich schaue mal ganz kurz, was wir hier jetzt noch haben. Den Propeller wollten wir machen. Bringen wir den mal an den Start. Hier ist noch nichts. Müssen wir nochmal schauen, ob wir was mit dem Königreich nochmal tauschen können. So, genau. Und jetzt brauchen wir als allererstes mal einen neuen Häuserblock hier. Wo war das Gerät, was irgendwie so stinkt? Das haben wir jetzt da oben hingebaut. Vielleicht machen wir hier einfach weiter. Sollten wir da. Ah, okay. Also größer als 4 geht's nicht, offensichtlich. Oder? Sieht so aus, als ob es dann hier nur daneben geht. Dann machen wir weitere Viererblöcke. Und warum nicht? Moment, eigentlich müsste auf die andere Seite einer. Aber da haben wir das Problem. Vielleicht können wir hier das nächste größere Gebäude dran bauen. Dann bauen wir jetzt links nochmal Häuserblöcke. Ich glaube, noch ist ja kein Tiltproblem da. Aber vielleicht bauen wir trotzdem einen Weg dazwischen. Und dann können wir gucken, dass das hier ordentlich dran passt. Erstmal 2. Ist schon einer mehr als gebraucht. Haben wir ein bisschen Holz jetzt? Jawohl, 25, 27. Okay, dann würde ich mal einmal doch da hinten nochmal rüberfliegen. Können auch mal die Geschwindigkeit etwas hochstellen. Und eine Sache, die ich vorher nicht gesehen habe. Also hier sehen wir, wie gut gelaunt unsere Leute sind. Es ist einer nur in Anführungsstrichen satisfied. Alle anderen sind am Jubilieren, durchgängig am Jubilieren. Insofern hätten wir auch den dritten von dieser kleinen Ortschaft uns ruhig holen können. Das schauen wir dann, dass wir das jetzt nicht nochmal so machen. Also dass wir nicht nochmal zu wenig Leute uns ranholen, weil es scheint so zu sein, als ob das wirklich jetzt erstmal wichtig ist. So, einer weniger zum Holz und der Propeller ist erforscht worden. Das ist doch schon mal auch gut. So, den Propeller könnten wir jetzt verbessern. Ich glaube, wir könnten ganz gut ein paar Silos gebrauchen, um das richtig fett aufzubauen und die vielleicht Storage hoch, mehr Wasser, mehr Food. Was wollen wir machen? Aha, wir können eigentlich von vorne anfangen. Das ist, glaube ich, alles ganz gut, dass wir das voll machen. So, jetzt haben wir auch mehr Häuser. Wunderbar. Ich mache noch einmal ein bisschen langsamer. Einen würde ich gerne hier runterschicken, um uns nochmal so Kristalle zu holen. Jawohl, macht da. Was haben wir hier nochmal? Essen reicht gerade noch. Clay haben wir jetzt auch gerade nicht mehr, aber wir gehen erstmal hier in die Siedlung rein. Die haben wieder ein paar Leute, die sich uns anschließen würden. Und die sind auch alle. Ich glaube, es geht tatsächlich gar nicht darum, dass sie das, was sie später haben wollen, sondern die schauen sich jetzt das Schiff an, ob die Leute gut drauf sind da und dementsprechend wollen sie, würden sie kommen oder nicht kommen. Der braucht mindestens Satisfied Leute und der kommt, wenn fast alle jubilierend sind. Dann holen wir die auch alle. Dann brauchen wir noch mehr Häuser auf jeden Fall. Und zwar genau 2 noch. Das sollte dann hinhauen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diesen Propeller daran kriegen.
Der Propeller muss nach vorne, scheinbar. Der muss vorne ran. Das geht nur auf dieser Seite. Oder wie sehe ich das? Naja, da müssten wir nochmal einen Path bauen. Hier vorne am Hangar ist schon so ein Ding. Oh, das wird ein bisschen tiltmäßig, glaube ich, nicht ganz so schön. Warte mal. Können ja da nochmal sowas hinbauen. Wie sieht es denn aus hier? Momentan haben wir keine Tilt-Issues. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Können wir hier vorne noch mindestens einen, sonst können wir da eine ganze Reihe. Bauen wir noch einen Propeller vorne ran, mal gucken. Also die scheinen nach vorne gerichtet sein zu müssen. Und wir haben auch sowohl, was ist denn, es wird gerade irgendwas angezeigt, dass irgendwas los ist hier, aber also es geht sowohl nach unten als auch nach vorne, momentan alles kein Problem. Okay, also wenn wir schon mal Kristalle haben, dann holen wir uns da noch schnell welche von. Essen bauen wir gerade aus. Ich wollte aber noch. Da waren wir schon. Nee. Gerne nochmal hinschicken. Auch zu der Ruine. Und dann fliegen wir zurück. Wir können ja auf dem Weg dann noch ein bisschen was ran schaffen. So, zwei Leute haben auch gerade nichts zu tun. Wir haben Propeller, wir haben das, wir haben die Academy, wir haben den Adobe Kilt und alles andere auch. So, Wasser. Ja, das schafft ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Aber ihr könnt ja nochmal und sonst fliegen wir da oben dran lang. Und nochmal vier Relics. Also wir könnten uns auch noch mehr Blueprints jetzt kaufen vom Königreich. Und es sieht ja so aus, als ob es eigentlich überall was gäbe. Insofern müssen wir jetzt nicht unbedingt hier irgendwie... Ich dachte ja erst, das ist hier Wasser, wie gesagt. Dann fliegen wir jetzt so ganz knapp mal am Königreich vorbei. Das müsste ja da vorne irgendwo sein, da so. Dann fliegen wir da mal lang. Holen währenddessen hier noch so viel Holz, wie es geht. Immer, wir fliegen immer dran vorbei und schicken die Flugzeuge dahin, wo wir gerade dran vorbeifliegen. Wir sind auf Speed 84% mit dem neuen Propeller. Das ist doch nicht schlecht. So, Wasser ist out of range, das war klar. Dann schicken wir jetzt hier zum nächsten Wasser, wenn es denn geht. Na, noch ist zu weit. Ich weiß nicht, ob das die klügste Idee ist, aber wenn es geht, machen wir alles unterwegs. Dann können die vielleicht immer einmal was abholen. Und dann, so, jetzt alle zum Wasser. Zwei passen da gerade nur hin. Gleich werden die Leute nicht mehr zum Forest da hinten kommen und dann schicken wir die alle hier hin. Und wir fragen hier nochmal, wir haben jetzt immerhin schon 10 solche Kristalle, oder das sind gar nicht Kristalle, also solche Relikte. Dann schauen wir mal auf die Blueprints nochmal. Ja, das für den Auftrieb, das scheint aber gerade überhaupt kein Problem zu sein. Ah, nee, doch, scheint doch ein Problem zu sein. Wir haben 37 Gewicht und insgesamt können wir 40 tragen. Dann brauchen wir vielleicht doch sowas. Dann nehmen wir uns mal den Fan, aber wir können ja eigentlich beides kaufen. Auch das Glasschmelzgerät. Und wir könnten auch handeln hier, aber das sehe ich gerade jetzt nicht als Problem. Momentan haben wir von allem was. Fliegen wir mal in die Richtung weiter. Ja, jetzt ist das mit dem Holz vorbei. Dann schicken wir jetzt alle zum Wasser. Obwohl das auch ziemlich schnell geregelt sein müsste. Kohle, wie viel haben wir da noch von? Ah, da müssen wir immer erst... Kann ich hier sowas drücken? Das wäre schön. Nee, geht nicht. Machen wir hier zwei weniger. Schicken hier nochmal zwei hin. Und ich hoffe, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir müssen da irgendwo hin. Kann ich das mal auf der Karte sehen? Ah ja, okay. Noch ein bisschen weiter nach links. Also da so. Irgendwie. So, Wasser ist jetzt auch vorbei. Jetzt kommen wir hier über diese etwas... ausgemergeltere Zone. So, was können wir noch bauen? Das haben wir schon gebaut. Ein Warenhaus, ein Food-Silo. Und gleich so ein Fan. Aber warum nicht noch ein Wassertower? Oh, der ist auch schick. Und vielleicht wollen wir den... Das ist die Frage, wo das gut hinpasst, hier das Zeug. Da vielleicht noch so eine Straße dazwischen, in die Mitte. Damit wir da jetzt nicht
Also neben den Hangar. Und dann können wir da einen Wassertower reinbauen und vielleicht auch nochmal... Ich schau mal nach den anderen Sachen. Oh, das ist groß, so ein Warenhaus. Aber warum eigentlich nicht? Ein Warenhaus, ein Wassertower. Haben wir genug? Da brauchen wir ganz schön viel Holz, aber wir sind ja jetzt schon quasi wieder in Holznähe. So, der geht aber jetzt hier nicht dran. Ah, da ist der Lift schon problematisch. Da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Okay, hier ist die goldene Grove, weiß ich nicht, was es heißt. Das goldene Waldstück. Aus brillant leuchtenden goldenen Bäumen, die eine Ruine des alten Empires umrunden. Oder, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da sind sie, die Golden Trees. Die Golden Trees von Kaldaur. Wir nehmen da ein kleines bisschen von mit. Wir sind ganz vorsichtig, um nicht die Überreste hier zu zerstören oder da irgendwie für Unruhe zu sorgen. Jetzt müssen wir damit zurück nach Rutula. Na gut, das war ja jetzt easy. Wir haben noch 30 Dingsterbums da und ja, wir brauchen ganz schnell mehr Lift. Wir brauchen das Ding hier. Das heißt, wir müssen das jetzt auf jeden Fall eigentlich als nächstes, eigentlich schon jetzt erforschen. Können wir das ändern? Ah, das wird dann, also es geht dann nicht weiter mit dem Progress. Na gut, dann machen wir das jetzt erstmal fertig hier, dieses Ding. 10 Stunden dauert das noch, das ist natürlich doof. Wir fliegen mal ein bisschen schneller rüber. Also wir brauchen jetzt tatsächlich erstmal Lift, bevor wir irgendein anderes Gebäude bauen können. Ist natürlich nicht gut, aber wir werden das schon hinkriegen. So. Dann schauen wir mal, wie glücklich sie sind. Also, es gibt ein neues Grove Swing. Oh ja, hier wird alles gebaut. Alles Mögliche. Das können wir, also damit, da können wir Holz uns besorgen. Und es gibt noch ein paar Leute, die uns begleiten wollen. Sie sind jetzt überzeugt von unserer Prophezeiung. Sie sind damit einverstanden, sich mit uns zu verbünden. Aber vorher müssen wir einen Lufthafen bauen, damit das besiegelt wird, diese Verbindung. Dieses Bündnis. So, dazu brauchen wir 10 Clay. 20 Wood hätten wir schon. Ja, dann müssen wir erstmal Clay nochmal besorgen. Ah, das hier können wir für Holz gebrauchen. Okay, aber Clay ist... Nee, das ist Kohle. Da ist Clay. Dann besorgen wir uns da mal fix ein bisschen Clay. Hier können wir auch stehen bleiben. Und dann hoffen wir auf relativ schnelles Erforschen dieses Food-Silos. Aber 9 Stunden ist ganz schön lang, ne? Jetzt haben wir nämlich auch schon 3 neue Einwohner. Das Ziel ist übrigens 150. 150 Einwohner und alle Königreiche zu vereinen, dann ist man durch das Spiel durch, so wie ich das verstanden habe. So, jetzt haben wir schon mal 6. Es dürfte jetzt relativ zügig weitergehen. Oh, jetzt ist das Clay Deposit vorbei, aber noch haben wir 11. Da müsste noch ein bisschen was dazukommen. Ja, 12 immerhin. Das sollte doch reichen. Okay, Holz kann nie schaden. Deswegen machen wir das noch. 3 dürfen da nur hin. Jeweils 3. Okay. Machen wir das noch eine Runde. Wasser haben wir noch. Essen ist ein bisschen knapp. Aber ich würde gerne... oh, das ging aber fix. 73 pro Stunde. Mal gucken, wie viel wir da jetzt rausgeholt haben. Ja doch, einiges. 60 haben wir jetzt. Und jetzt haben wir beide leer geräumt und haben doch jetzt einiges bekommen. Okay, dann würde ich sagen, wir fliegen... Wo fliegen wir denn hin jetzt? Auf die andere Seite. Da gibt es noch ein Settlement. Da war der Golden Grove. Ich würde sagen, wir schauen mal, was da oben in dem Königreich ist. Wir können ja hier über diese Ressourcenfelder drüber fliegen. Irgendwo da lang. Da waren wir gerade zwar schon. Ah ne, da fliegen wir mal da lang. Wo ist denn das? Hier schon. Okay, ja, dann fliegen wir jetzt hier drüber und gucken mal, was uns da
noch so begegnet. Also, Research, komm. 6 Stunden noch. Ja, vielleicht hätten wir doch warten müssen, bis wir diese Lift-Geschichte bekommen haben. Aber gut, wir haben mit dem Warenhaus haben wir wie viel extra? Moment, Wasser und so? Nicht, ne? Hier haben wir mehr wahrscheinlich. Alle Resources, die für Construction gebraucht werden. Ja, ja, okay, verstehe. Also das sind nur diese Teile auf der rechten Seite. Da hätten wir doch eher was anderes bauen können. Ein bisschen Kohle kann ich schaden. 17 haben wir da noch. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, da nochmal neue Relics zum Einkaufen. Die Oase ist schon leer. 2 Stück haben wir da nochmal gefunden. So, jetzt sind wir hier schon angekommen. Da ist nochmal ein riesen Forest, ein riesen Wald, aber eigentlich brauchen wir, wenn, dann was anderes. Na, ich würde mal dahin fliegen. Ein bisschen langsamer. So. Wasser, ja, wir brauchen Essen jetzt. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, ob wir da was finden hier im Dunkeln. Ja, Kohle ist jetzt auch wieder, aber da haben wir auch gar nicht mehr Platz für. Alles gut. Das hat ganz gut im Vorbeifliegen funktioniert. So, Clay hätte ich gerne. Nein, stimmt gar nicht. Essen hätte ich gerne. Thickets heißt das Ganze. Wo sind sie? Bisschen was zu essen in diesem bergigen Gebiet. Das ist doch auch irgendwas, oder? Nein. Da ist auf jeden Fall das nächste Königreich. Ich würde aber gerne ein bisschen Essen sammeln. Da ist noch eine Ruine. Es gibt kein Essen hier. Vielleicht müssen wir auch was eintauschen. Komm, dann holt mal Kohle. Das scheint jetzt auch mit... Wieso geht denn das jetzt mit 7? Haben wir ein Flugzeug mehr? Vielleicht. Wir schauen mal, was das ist. Das sind die Felder von Agromas. Agromas ist umgeben von Tilt, was auch immer, Land. Also vieles, die meisten Felder sind da völlig unbenutzt. Wir können bei der Königin vorsprechen, um zu verstehen, was sie denn so wollen. Okay, gib mir mal eine Quest, liebe Queen. Also die Wasserfelder, die laufen nicht mehr oder irgendwie die Wasserquellen sind ausgetrocknet. Deswegen ist das alles Brackwasser geworden. Und die Felder, die einst mal der Stolz des ganzen Empires waren, können jetzt kaum noch die eigenen Leute ernähren. Dieses Wasser im Untergrund, also dieses, ja, Untergrundwasser, wie heißt denn das? Na gut, das wird irgendwie von der Pumpe hochgepumpt. Eine Pumpe, die damals mal von einem alten fliegenden Empire gebaut wurde, fliegendem Kingdom. Es muss repariert werden, aber es kann nicht das gefunden werden, was dafür gebraucht wird. Die Queen gibt uns jetzt wieder die Location von dieser Pumpe und wenn wir uns hier anschließen und verbinden wollen, dann sollten wir diese Wasserpumpe finden. Dann fragen wir nochmal nach Technologieteilen, die sie haben. Vielleicht bringt uns das auch noch was, obwohl wir brauchen jetzt dringend wirklich diesen Auftrieb, aber wir schauen mal. Ein Minarett können wir bauen, das uns Glauben bringt. Okay, das System kenne ich noch nicht, da brauchen wir aber auch Glas und alles Mögliche für. Eine Farm. Oh, das finde ich nicht schlecht. Ein Essen für ein Wasser alle 3 Stunden und ein Wasserkondensor. Ah, die kosten aber 10 jeweils, das ist natürlich teuer. Also Glauben hin oder her, die beiden Sachen finde ich jetzt deutlich cooler. Dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal auf den Markt. Eventuell holen wir uns ein bisschen Essen. Wir können es ja mal ausprobieren, wie das hier funktioniert. Wenn wir you trade for food. Ah, ein Food gleich 3 Kohle, ja. Ist das so? Tatsächlich, 1 und 3. 1 und 3, ja, okay. Dann lassen wir es erstmal dabei, weil so ein bisschen, es muss ja irgendwo Essen geben. Und wir schauen mal ganz kurz. Oh, jetzt sind schon ein paar nur satisfied.
gut drei aber von ihnen, weil die kein Zuhause haben. Wir brauchen unbedingt diese Forschung. Die muss jetzt schnell fertig sein. So, wo ist das, was du haben wolltest? Das sehe ich jetzt nicht. Ah, hier müsste ich es. Nee, doch. Construct a Skyport. Ach, in Rutula müssen wir das machen? Nein. Und da ist die Ancient Water Pump. So, genau. Ach so, in Rutula müssen wir ja noch den Hafen da bauen. Das ist richtig. Mittlerweile haben wir auch genug Clay, um das zu tun. Das ist doch wunderbar. Das passt doch alles wieder auf den Weg. Wir müssen zwar wieder zurückfliegen. Was ist da noch? Eine Ruine. Vielleicht fliegen wir da nochmal kurz vorbei. Nur mal zum Gucken. Sollte vielleicht mit dem Essen noch klappen. So, und Research ist gleich auch durch. Was können wir noch einsammeln? Ich weiß, dass die Inhabitants kein Zuhause haben. Wir machen sie gleich wieder glücklich, die Jungs. So, hier haben wir wieder diese fluoreszierenden Teiche, die da sind. Da können wir uns einfach nur... Okay, na dann fliegen wir lieber zurück. Wir haben also neue Färbemittel gefunden für unsere Häuser. So, jetzt hast du wieder keinen Clay mehr, aber wir haben das Food Silo fertig. So, jetzt ganz dringend den Fan machen. Oder können wir den doch schon bauen? Nein, können wir nicht. So, ganz kurz mal ein bisschen ruhiger, weil ich würde gerne noch ein bisschen was hier mitnehmen. Wobei Kohle jetzt nicht das Problem ist. Kohle. Hier gibt es nur Kohle. Okay. Dann fliegen wir erstmal wieder zurück. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber doch, Süd-Südwest müsste eigentlich so halbwegs hinhauen. Wo ist die Boje? Jetzt müsste eigentlich hier, haben wir sie jetzt hingesetzt. Okay, also eher so, eher Süd. Moment, Süd-Südost eher, da so hin. Da ist das Königreich, ich sehe es schon. Okay, Gase rein. Und Research läuft auch nach oben, das ist doch nicht schlecht. Das ist zu weit weg, da können wir nochmal, falls wir da noch nicht waren. Ich glaube, wir waren da schon. Aber wir fliegen da nochmal vorbei hier. Vielleicht war sie auch versteckt. Okay, wir haben dadurch, dass wir jetzt 90 Holz hier gelagert haben. Ah nee, das haben wir schon gemacht, alles klar. Ja, hol doch noch ein bisschen Quarz beim Vorbeifliegen. Und, was haben wir da noch? Kohle brauchen wir nicht. Bisschen Quarz für den ersten... Für den ersten Glasschmelzer, wenn wir ihn denn haben. Und so, jetzt haben wir den Fan. Das ist auf jeden Fall schon mal gut und wichtig. Water Tower haben wir noch gar nicht gebaut. Das Warenhaus können wir ja nochmal increasen. Food Silo haben wir schon increased. Machen wir das auch als nächstes. Water und Food. So, da ist nicht genug Clay vorhanden, aber das macht nichts. Wir brauchen jetzt gerade kein Clay, wir brauchen Essen. Noch 9. Aber irgendwo hier gab es was. Da hinten. Da müssen wir hin. Und zwar so schnell es geht. Und wir müssen uns jetzt... Ach so, blöd. Natürlich diesen Fan bauen. 15, ja gut, okay. Also falls wir noch mehr Clay brauchen. Oh, das ist aber ein bisschen schief jetzt. Ah, das muss hier oben dran, verstehe. Das ist so halbe. Und das schiebt. Ah, das finden die Leute auch nicht gut. Und das geht nicht einfach so hier so. Doch, da geht es zum Beispiel hin. Können wir da nochmal gucken, wenn wir das jetzt da so... Oh. Dann muss der schon anders rumfliegen. Da müssen wir ein bisschen für sorgen, dass wir dann... Aber eigentlich gar nicht so schlimm. Wir packen das jetzt hier hin. Dann ist ganz schön Overhang auf der anderen Seite. Overhang ist gut, aber ihr wisst, was ich meine. Hinterm Warenhaus und dann müssen wir hier mehr Häuser ranbauen. Also entweder hier vorne noch. Wir brauchen ja eh noch 3 neue Häuser. So, und wir sollten auf... pushen unser Wasser, unser Essen
vor allen Dingen unser Essen. Wasser könnt ihr schon mal mit anfangen. Da können schon mal drei hin. Und Thicket ist noch zu weit weg. Und ich weiß, ihr habt keine Homes. Die können wir jetzt auch bauen. Das können wir eigentlich zuerst mal machen. So, entweder hier vorne. Ach komm, wir bauen hier einfach. Wir haben ja eh zu wenig auf der anderen Seite. Dann machen wir hier einfach nochmal so ein Ding drumherum. Das kann ja nicht schaden. Und dann kommt hier einfach, ich würde sagen mal ein bisschen mittiger, damit das ein bisschen passt auf der anderen Seite, kommt hier so ein vier so eine Dinger rüber. Okay. Und dann brauchen wir echt Essen. Kommt schon. Muss doch da irgendwo sein. Da. Jetzt bitte alle, die können da mal rüber. Dann haben wir auch kein Problem mit dem Essen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich... Ach so, nee doch. Zwei Arbeiter brauchen wir dann für 2 Stunden. Das ist doch kein Problem. Das kriegen wir doch noch hin. Nehmen wir hier 2 raus beim Wasser. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Und dann schicken wir hier unsere Leute rüber, die dann hier diesen Hafen bauen. 2 Stunden lang. Da bleiben wir mal hier im Territorium. Uiuiui, wir haben schon einen Tilt, ne? Aber ganz schön heftig. Ich denke mal, dass diese Gebäude alle ein bisschen schwerer sind als die, ne? Deswegen muss der jetzt so hochfliegen. Wie krass ist denn der Tilt? Heavy. 1% Heavy Tilt. 1% nach vorne, 5% nach links. Das ist natürlich nicht gut. Was können wir noch bauen? Was wäre denn, wenn wir jetzt so einen Wasserturm oder ein Food Silo hier rüber bauen? Bringt uns das was? Oder bin ich jetzt hier falsch rum? Warte mal. Ah. Also wenn wir den hier hinbauen, haben wir hinterher weniger. Ich dachte, wir hängen hier. Aber das tun wir gar nicht. Mhm. Na gut, dann baue ich jetzt hier nochmal ein Sträßchen. Warte mal, passt hier vielleicht genau? Komm, wir bauen jetzt hier schon mal eine Straße rum. Zumindest so ein bisschen. Und hier dran lang. Ich hoffe, dass hier so ein Wasserturm hinpasst. Ja. So, dann bauen wir den da noch dran. Und jetzt sind wir schon mal auf 0 und 4. Und wenn wir jetzt noch... Wenn wir jetzt auf diese Seite auch noch ein... was haben wir jetzt? Da haben wir ein normales Warehouse, ne? Genau, wenn wir jetzt hier auch noch ein Food Silo hinbauen. Das müssten wir fast außen hinbauen. Damit das dann noch weniger Tilt macht. Okay, dass die Wohnhäuser so schwer sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann bauen wir das dahin. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr auch in die Länge bauen und nicht nur an die Seiten. Nicht jetzt hier so flügelmäßig. Okay. Wir brauchen auch noch mehr Häuser. Okay, dann probieren wir mal diesmal jetzt die Häuser nicht so heftig. Dann bauen wir die jetzt hier hinten nochmal dran. Nochmal einen Block. 1, 2, 3. Na, jetzt haben wir kein Holz mehr. Haben wir wieder Essen? Ja, okay, Essen und Nahrung sind voll. Ich habe es auch schnell laufen lassen die ganze Zeit, ne? So, dann können wir... Ah, und unsere Arbeiter haben den Skyport jetzt fertiggestellt. Und wir sind verbündet mit dem Kingdom of Rutula, glaube ich. Rutula. Kingdom of Rutula. Wunderbar. Das ist unser erster Verbündeter. Okay, dieses Herz müssen wir wieder füllen. Wunderbar. Mit Feuerwerk. Also, es ist jetzt verbunden mit uns und mit unseren, mit allen Nachbarn. Eine große Anzahl von Arbeitern sind zu uns gestoßen. 23 haben wir jetzt, oh Gott. Sie geben uns ein Holz jede Stunde. Da sie jetzt auch mit dem Himmel verbunden sind, weil wir diesen Lufthafen gebaut haben. Okay, also kriegen wir jetzt pro Stunde ein Holz, ohne das selbst abbauen zu müssen. Und jetzt müssen wir die anderen Orte noch finden, um unsere Prophezeiung zu komplettieren, zu vollenden. Aber sie erzählen uns noch eine Sache, nämlich einen vergessenen Mythos, der
der Vergangenheit. Es gibt drei bestimmte Wunder, die in den alten Luftkönigreichen mitgeflogen sind. Alle bringen großes Wissen und große Möglichkeiten für die Erbauer. Aber diese Wunder sind natürlich auch verloren gegangen, selbstverständlich. Sie wurden in die Winde verstreut und ihre Teile liegen verstreut über den Landen. Wenn wir einige verlorene Teile davon finden könnten, können wir vielleicht diese Wunder wieder herstellen und wieder neu erbauen. Wir werden jedes Detail uns zusammen suchen und schauen, wo diese Dinger sein können. Alles klar. Dann haben wir doch eine neue Aufgabe. Unsere Flieger kommen rein. Wir können hier pausieren. Wir müssen schon mal einiges an Häusern bauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal so ein Liftteil auf jeden Fall. Also wir haben einiges zu tun. Hier haben wir schon ein Food-Silo gebaut. Wollte ich das nicht? Ach so, doch. Ja, so. Ach, man muss auch nochmal gucken, wo vorne und hinten ist. So, alles klar. Dann wissen wir Bescheid, was wir zu tun haben. Und schauen wieder zum Abschluss auf unsere leicht schiefe... Ja, sie hängt echt schief. Suchen wir uns noch ein schönes Bild. Das ist doch nicht schlecht, ja. Das ist doch sehr schön. So ist am besten. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.